liebe Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Nintendo-Video auf meinem Kanal und heute habe ich ein richtig geiles Thema dabei, wie ich finde, und zwar drei Nintendo-Spiele, die nie erschienen sind, weil Nintendo irgendwie die Produktion und die Entwicklung abgebrochen hat, aus irgendeinem Grund, Leute, und ich will auf jeden Fall auf diese Spiele heute zu sprechen kommen. Es sind richtig geile Spiele und es ist wirklich extrem schade, dass die nie erschienen sind, weil ich bin mir sicher, ich hätte jedes von diesen Spielen extrem durchgesuchtet. Und das ist schon das 16., 17. Video am Stück, ohne einen Tag Pause. Ich lade hier einfach wie ein kranker Nintendo-Videos hoch, deswegen, wenn du Nintendo-Fan bist und Bock hast auf jeden Tag irgendeine Top-Liste, irgendein geiles Video, dann ist der Abonnier-Button dein bester Freund. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem ersten Spiel. Und als ich das herausgefunden habe, dass so ein Spiel in Planung war und es gab sogar schon einen Trailer dazu, Leute, hat es mich wirklich umgehauen, weil ich mochte Diddy Kong Racing einfach so gerne. Und Leute, haltet euch fest, für den Nintendo GameCube war ein Donkey Kong Racing geplant. Und ihr seht hier im Trailer, wie geil das einfach aussieht. Und meiner Meinung nach war das schon seinerzeit voraus. Es wurde letztendlich gecancelt, weil das gerade mit den Rechten von Rare an Microsoft alles übergegangen ist. Und unterm Strich ist eigentlich Microsoft schuld, dass das Spiel nicht mehr auf den Nintendo GameCube rausgekommen ist. Viele sagen ja immer, Diddy Kong Racing war besser als Mario Kart 64. Ich kann das teilweise auch verstehen. Es war innovativ und was Neues, aber also mir persönlich ging es immer ein bisschen besser mit Mario Kart. Auf dem GameCube natürlich ganz stark war Mario Kart Double Dash, was natürlich für mich eines der besten Spiele für den Nintendo GameCube war, mit Wind Waker und Mario Sunshine natürlich. Aber wäre Donkey Kong Racing dafür rausgekommen, hätte Mario Kart Double Dash eine harte Konkurrenz bekommen, weil man reitet dort auf Tieren und das Geile ist, wenn man diese Tiere füttert mit Items, die man letztendlich in den Rennen kriegt, dann werden sie größer, schneller und stärker. Laute Aussage von Rare, aber letztendlich wurde das ganze Projekt gecancelt. Einfach nur traurig und einfach nur schade. Aber man muss sagen, heutzutage Mario Kart 8 hat diese Elemente auch mit diesem Fliegen bzw. mit dem Gleiten und mit dem Unterwasser und das hatte alles Donkey Kong Racing damals schon für den GameCube geplant, was einfach nur der Durchbruch gewesen wäre. Naja, alles was wir von dem Spiel jetzt noch haben, ist dieser kleine Trailer. Das nächste Spiel sollte manchen ein Begriff sein, also ich habe davon schon mal gehört und auch ganz neuerdings in dem neuen Song Jump Up Superstar für den Mario Odyssey E3 Trailer. Dort gab es eine Line, wo die gute Dame, die im Trailer ja Pauline sein soll, gesungen hat, Great White Wacky World. Und diese Line ist eine Anlehnung an ein Mario-Spiel, was nie erschienen ist, und zwar Super Mario Wacky World. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Und dieses Spiel wurde gecancelt, weil einfach die Konsole, für die das produziert wurde, einfach ein totaler Flop war. Ich spreche hier von dem Philips CDI-System. Eventuell kennen es noch einige von euch, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil wie gesagt, das war ein totaler Flop. Und auf diese Plattform sollte Super Mario Wacky World erscheinen. Und es wurde produziert von Nova Logic, also nicht mal von Nintendo selber. Und das Spiel sollte ein Nachfolger, also ein Sequel von Super Mario World sein für den Super NES. Was natürlich schon eine ziemliche Hausnummer ist. Und das Spiel Super Mario Wacky World wurde sogar produziert und es gab eine Beta. Ihr seht es hier eingeblendet. Und Nintendo hat sogar positives Feedback aufgrund dieser Beta, diese kleinen Demo-Version gegeben. Also sie waren ziemlich angetan, aber dennoch mussten sie es canceln, weil halt die Konsole, also das Philips CDI, einfach so doll gefloppt ist. Was eigentlich wirklich schade ist, weil das Spiel sah eigentlich ziemlich interessant aus. Mario ist dort sozusagen in unserer Welt und ist die verschiedenen Epochen durchgegangen, war dort einmal im Ägypten, in der Antarktis, aber nicht so in dieser Mario-Welt, sondern in unserer Welt, richtig. Man sieht doch auch das trojanische Pferd, also richtig in Troja. Und auch die Koopa und die Gegner allgemein waren dann so gekleidet und angepasst nach dem Szenario, wo man gerade war. Und viele sagen, dass das auch die Inspiration von Nintendo aus war, Mario Odyssey zu entwickeln. Was glaubt ihr? Glaubt ihr wirklich auch diese kleine Anspielung mit Wacky World in der Lyrics, also in dem Song Jump Up Superstar und bei Wacky World auch dieses Thema Reisen und verschiedene Kulturen besuchen? Glaubt ihr, dass Nintendo sich wirklich daran inspirieren lassen hat? Schreibt es mal in die Kommentare, mich würde es auf jeden Fall mal interessieren, was ihr dazu denkt. Das letzte Spiel, was ich heute euch vorstellen will, was nie richtig erschienen ist, aber Leute, jetzt haltet euch fest, was noch erscheinen wird, ja, ist Star Fox 2. 1993 ist Star Fox 1 erschienen und hat einfach alle umgehauen mit der Grafik und dem Gameplay, was Shigeru Miyamoto dort uns wieder auf den Tisch gelegt hat. Dann gab es wiederum einige Teile von der Star Fox Serie, die so ein bisschen fragwürdig waren. Meiner Meinung nach auch Star Fox Zero 2016 war nicht das beste Spiel, um ehrlich zu sein, meiner Meinung nach. Genauso wie Star Fox Adventure, aber Leute, es kam halt nie ein richtiger Star Fox 2 raus, ein richtiger zweiter Teil. Das lag daran, dass Nintendo sich einfach entscheiden wollte zwischen 3D und 2D und das Spiel war halt schon in Entwicklung und 1995 kam halt Sony mit ihrer PlayStation 1, die natürlich richtig weit vorne war und dort wollte Nintendo einfach nicht so ein halbgares, in die Jahre gekommenes 3D Star Fox bzw. Starwing 2 rausbringen, was natürlich auch verständlich ist, Leute, aber 2017 am 29. September soll die SNES Classic Mini rauskommen. Ein Tag nach meinem Geburtstag und dort soll Star Fox 2 vorinstalliert sein. Ja, Leute, haltet euch fest, es ist drauf vorinstalliert. Jetzt, Jahrzehnte nach dem Release des ersten Teils, kommt jetzt der zweite Teil, was natürlich für die Fans einfach geil ist. Und ja, Leute, das soll es gewesen sein mit dem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet. Und Leute, für die, die sich interessieren für Instagram, mein Link ist unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr mir auf Instagram folgen. Ansonsten war es das jetzt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Leute. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.